Ich kann es ja nehmen. Linke Maustaste D, rechte dann löschen. Wo kann ich sie jetzt löschen? Da kommt wieder Werbung rein. Ja, schön, schön Schluck trinken. Werbung haben wir noch was frei. Gehen wir wieder auf die Taste W. Guck mal rein. Hier kriege ich 18, muss 6 Sendeplätze frei haben. Dass ich das senden kann. Hier kriege ich 19 für 5. Also mal ein bisschen schauen, was man nimmt. Und hier kriege ich 4, auch gutes Beispiel, 3 Dinge kriege ich 4500. Hier kriege ich für 4 nur 1500. Also. Ist auch wichtig durchzuschauen. Können wir auch noch mitnehmen. Weil wir wollen im Durchschnitt die Schulden zurückbezahlen. Kommen wir auch noch mit. Später wollen wir mehr Sendemasten kaufen, also ich klicke hier aufs Bild. Bild mir ist es, kann auch mal zeigen, es kann bis hier. Da hast du nicht deine Zuschauerzahlen schon da. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein Geklicke, aber dieses Geklicke. Lass mal so hin. Eine Dauersendung. Habt ihr schon gehört? Knuffend. Jetzt gerade so ein bisschen umgekehrt in der Fokus auf das Action. Action. Wo kommt das hin? Hier kommt hin. So machen wir das. Gut, mit Action. Wir sind immer noch an Tag 1. Also mit Taste 8 Schnellgang und mit Taste 9 kann man jetzt wieder stoppen. Das ist normal, aber das sollte man auch machen, nicht weil Schnellgang heißt, man kommt gar nicht hinterher die Tage zu planen. Also man hat bis Tag X alles schuldenfrei, da hat 500.000 auf Konto und plant bis Tag X durch und hat alle Filme. Dann okay. Aber sonst will ich nicht davon abraten. Finanzen sieht man hier, nicht so viel eingenommen. Aber ist wieder ein Slot frei geworden. Aber okay, ist Slot frei. Was haben wir denn schön zu einem Angebot? Abonnieren ist nichts dabei.
wo ich ja war, Nachrichten wird, glaube ich, 50.000 belegt. Also 50.000 pro Nachrichten bezahlt. Und du musst nochmal extra Geld ausgeben. Wegen hier unten sieht man auch Schulden. Und sieht man auch denn maximale Zuschauerzahl. So, wir schauen maximal gerade zu. Und ihr könnt man erreichen. Im Sendegebiet. Es gibt auch noch andere Sende, die wohnen da nicht dabei sind und zum Mitglied werden. Ich sehe mal auch mit einer Marktanteil. Ein bisschen vorspulen. Halt, das war ja gerade eine Dauerwerbung. Sehen wir, Dauerwerbung wird hier oben dazu gerechnet. Also nicht durch eine Wohnung. Das sind Werbeeinkünfte. Dauer. Das ist Werbesendung. Ein dann durch Call-In-Shows. Kommt hier unten, wenn auch mal fällt. Ja, da müssen nicht immer extravagant sein oder Tät halt morgen. Hm, schauen Sie ihm zu. Hat er ein bisschen abgenommen, da kommt nochmal eine. Wir haben das eingenommen, das war's. Oh, 12 Euro, das ist sehr cool. Drei Sendungen mit L. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Der Krimi, der kriegen wir es hin. Jetzt sehen wir, es sind so viele zu, wir kriegen. Wir haben fast. Fast die Hälfte der Zuschauerzahl. Ne, wir haben über die Hälfte der Zuschauerzahl. Jetzt kommt wieder mehr dazu, wir übernehmen wieder was. Aber vorher hat man ungefähr die Hälfte. Können wir auch mal sehen, dass allein durch ein bisschen Marketing hier. Durch Eigenpromoting. Man auch ein bisschen was sich leistet. Für den Grimmi oder für die Komödie? Ja, für die Komödie mit Traxen. Bisschen Werbung. Gehen wir hier hin. Ich kann das hier nicht mehr wegnehmen. Also wie ich hier irgendwie kann nur sehen, was zusammenhängt alles. Was? Die Hälfte haben wir hier wieder? Die Konkurrenten, Senderauswahl. Claro haben wir dann gute Einschaltquoten. Also das Reisebüro OT werden wohl kaum meckern können. Das heißt, Schulberg ist klar. Wenn ich hier hingehe, total kleiner Ausfall. Das heißt, wir rappeln uns hier wieder. Man nur nicht so viel Stunden am Anfang, aber man kann sie locker austricksen. Ja,
Einfach die Ebene wieder einen Lückenfüller. Komm. Sind wir nicht so geizig? Irgendeiner muss hier wieder fahren. Kriege ich das so hin? Kann Gewinn machen. So mache ich das. Jetzt kann ich doch schon was sagen. Einmal rüber. Also ich kann ja auch ein Geld aufnehmen. Abbezahlen, also ich könnte komplett abzahlen, wenn ich das so hätte. So, oh. Na, na. So, jetzt mit S speichern. Und sag tschüss, servus, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ab in die Kommentare. Dankeschön.